Na gut. Okay. Falsche Papiere. Gleich in der Nähe. Falsche Papiere, aber eigentlich bräuchte euer Kind ja keine falschen Papiere mehr, oder? Der Weideler hat dazu für jeden. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter. Du Armleuchter. Quest gescheitert. Egal, wir haben da aber eigentlich die Papiere schon von dem Baron bekommen, oder nicht? Von daher ist ja die Quest völlig Schnuppe. Oder, Minchen? Im Prinzip ist soll die Quest... Brauchen wir doch gar nicht mehr. Weil wir haben ja die Papiere von dem Baron bekommen. Naja, siehst du, alles gut. Auf dem süßen Pfad, so, so, ja, Kleiner. Der Weiseler hat erzählt, dass der Blutsauger aus einem Hintergrund haben sich zusammengetan. Und du bist der Schwarm. Wir reden später, das geschieht mit Finger. Das war er. Der süße Pfad. Man hat ja so viel Zeug, man weiß ja nicht, was man, wo man zuerst anfangen soll, weißt du? Erstmal Schmied, richtig? Der hier? Tom ist aber auch ein Schmied, glaube ich. Aber lass mal zu Krähenfels, da bin ich mir auf jeden Fall hundertprozentig sicher. Wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Aber der pennt jetzt nicht. Falls doch, muss ich meditieren, wa? Arbeitet der noch? Ja, sehr schön. Wenn der Baron getroffen hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Wie kann ich helfen? Ich brauche eine Rüstung. So. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Haben wir nicht Handschuhe bekommen? Wo sind meine Bärensachen? Kann er die nicht?
Nee, der hat nicht genug Kohle. Warum kann er jetzt die Sachen nicht herstellen? Stufe 30. Okay. Deutscher Handwerk. 34. Das tolle Crafting-System, von dem ich sprach. Ja, aber irgendwie muss man ja. Na, der möchte doch bestimmt bloß dieses Werkzeug haben, ne, von dem er gesprochen hat. Reicht das schon, dass er dann alles herstellen kann? Wahrscheinlich nicht, wa? Verbesserte Bärenhandschuhe. Warum finde ich eigentlich so ein super Rezept, wenn ich davor erstmal noch andere Rezepte finden muss? Verbesserte Katzenhandschuhe. Brauchen die normalen Katzenhandschuhe? Müsste sowieso gucken nach Rezepten, ne? Irgendwie Ausschau halten. Wo war denn hier eigentlich der andere Händler? Leb wohl. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Hat die eigentlich ihr eigenes? Die sind stinkreich. Der Alte gibt alles aus und sie spart, oder was? So, den muss ich mal noch abchecken, der besser ist. Leb wohl. So, Plötze, wie sieht's aus? Nee. Das ist nicht besser. Wait, what? Ach, sobald Plötze den anhat, wiegt er nur noch 0,01 oder was?
Ja, nicht ganz. Die Satteltaschen. Die wiegen ein bisschen mehr. Egal, dann kommt der hier weg für 39. Schade, dass man hier nicht sortieren kann. Pferdenleserstiefel. Ich hoffe, dass sie mir nur Sachen anbieten, die ich noch nicht kenne. Leb wohl. Aber ich brauche anscheinend erstmal Katzenrüstung. Wo kriege ich denn diese Katzenrüstung? Hör mal, so saublau. Willst du einen Blick auf... Zeig mir, was du... Ja, den wollte ich haben. Genau. Ab Stufe 10, die würde ich mir dann auch kaufen, tatsächlich. Weil, wieso denn nicht? Hier mache ich einen Schaden mehr. Hier mache ich auch einen Schaden mehr. Sieht aber geil aus. Nehmen wir mal mit. Das habe ich schon, diese ganzen Nilf-Dinger. Ja, die Sachen würde ich mir dann auch kaufen, tatsächlich. Stufe 10. Weil, wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Die reagieren wahrscheinlich sowieso nicht darauf, was für eine Rüstung ich anhab. Auf Wiedersehen. Vermute ich jetzt mal, ne? Also, wissen tue ich das jetzt nicht, aber würde ich auf jeden Fall vermuten. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Zeig mir. Drei, nicht schlecht. Aber der möchte das kaufen. Ich weiß nicht, die Armbrust. Entweder kloppe ich die weg. Ja, guck mal, Stufe 18. Wie lange soll ich denn da warten, ey? Auf Wiedersehen. Weißt du, für zwei Schaden mehr, wie lange soll ich denn die jetzt da mein Inventar behalten, wa? Das ist hier die... Gerne, aber erst morgen. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Gut, nächste Quest. Mit Hilfe deiner Hexe in den Wäldern nach Spuren von Hanna. Ein Turm voller Ratten. Ach, das ist jetzt nur noch eine Nebenquest. Interessant. Redefeld. Das ist ja gar nichts hier oben. Alles tot. Was ist denn da los hier?
Okay. Ach, das ist dieses zerstörte Dorf, ne? Ja, alles klar. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. 200 Schritte. Let's go. Ist das denn der Turm? Wo wir hin sollen? Scheinbar nicht, wa? Excuse me? Ja lol, man soll da eigentlich gar nicht rein in den Turm, wa? Guck dir das mal an. Die sind nicht davon ausgegangen, dass man das hier hoch schafft. Guck dir das an, ey. Voll das Loch da in der Welt. Ja, sorry. Ich finde immer so eine Sache. Hier ja auch, guck mal. Okay, hätte er sein können. Ach, guck mal einen an. Jetzt ist da noch immer ein Kamin. Aha. Haben wir vorher aber nicht gesehen. God damn. Geh halt nach oben, sollst du nicht nach unten. Vielleicht später. Ich muss erst mal einen Händler suchen, wo wir Red Bull oder sowas kaufen können. Ja, ein schlechter. Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres.
Und danke, Mädchen. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Geh nach Hause. Ich habe ja nicht den Auftrag mit ihr gemacht, sondern mit Nielen. Also, die Leine. Klauenspuren. Sie sind tief. Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Findest du? So, was haben wir noch hier? Da ist noch was. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Überall ist Blut. Sieht aus wie ein Mensch, ja. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Das ist Hannah? Du brauchst wie ein Mann. Nicht wie eine Frau. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Hinterher da oben. Teult. Ein Fellbüschel. Oh, wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Mobner, er ist den Jelen selbst, war, der sie gekillt hat. Weil er ein Werwolf ist. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Zwischenspeichern. Was bist du? Bist du? Wie die Unterkunft eines Jägers. Zum Bär? Ich meine, es war ein Bär. Einsame Hütte. Schnellreisen. Neue Markierung, Eingang. Eine Höhle?
taucht er ja nicht mehr, wa? Ich ihn gleich umklatsche. Eine Armbrust. Besser als das, was ich gekauft habe. Schön. Ah, Spiel, ich liebe dich auch. Notizen, von wem die wohl sind? Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allem. Weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack vom Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Wache über alle, die zu nahe kommen. Das ist so ein Höhleneingang, siehst du das? Das ist voll das Loch. Ah. Okay. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Er? Wie er? Warum kriege ich keine AP? Sie kennt ihn. Verrückte Vector.
Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Dachte ich es mir. Lykantropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Was soll dieser Unsinn? Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein! Tu ihm nichts! Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Zieh Leine. Tut mir leid, dass es so enden musste. Nee, nicht. Werwolf-Mutter gehen. Werwolf-Speichel. Und Nielens Schlüssel. Sehr schön. So, gibt's hier noch irgendwelche? Natürlich. Ein Stahlblech. Mensch. Wer hat mehr erwartet als ein Stahlblech? Einmal die Hand heben. Bist du nicht der Einzige. Naja, wir haben ja oben noch diese eine Truhe, ne? Gucken wir mal, was da noch so drin rumschwirrt. Den Lumpen kann man bestimmt gut verkaufen. Ach, siehst du, weil es mir gerade wieder auffällt. Nein. Automatische Speicherung. Ja, komm, mach alle 5 Minuten. Feinde skalieren? Nein. Gewinnt Schwierigkeitsstufe. Leicht. Automatisches Zentrieren? Ja. Bewegungsreaktion. Alternativ. Standard. Machen wir Standard. Automatisch finale Hiebe, manuelles Ziehen, Wegstecken von Schwertern, Fischaugensicht vom... Ja lol, warum sagt mir das keiner? Tutorial-Nachrichten...
Wo war denn das andere jetzt? Controller. Und hier Controller. Hier war das, ne? Empfindlichkeit des rechten Sticks, Kamera und... Okay, Vibration. Ne, das war's. Den linken Stick kann ich gar nicht einstellen, sehe ich gerade. Okay. Alles klar. Fischaugenblick. Oh, viel geiler. Schon besser. Dieses Fischaugen-Ding, das war ja... Ich meine, das Zoom muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber... Der Bär wieder respawned oder was? Wo willst du denn hin? Willst du baden gehen oder was? Daneben. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum die Höhle immer noch weiß angezeigt wird, weil wir haben ja eigentlich alles drin gesammelt, bin ich der Meinung. Aber vielleicht passt, oder werden Höhlen generell weiß angezeigt? Also bleiben die weiß, meine ich. Die sind immer weiß. Dankeschön. Vielen Dank. Was haben wir hier eigentlich? Präzisionsschläge, Schnellangriff. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 2% und den Schaden der kritischen Treffer bei schnellen Angriffen um 15%. Starke Angriffe benutzen wir ja nicht kaum. Verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden. Man kann trotzdem noch getroffen werden, wenn man ausweicht. Kaltes Blut. Jeder Bolzen, der sein Ziel trifft, fügt 0,04 Adrenalinpunkte hinzu. Unsterblich. Kriegstrunks. Okay. Wenn die Vitalität auf 0 sinkt, werden sofort Adrenalinpunkte verbraucht, um die Vitalität zu regenerieren. Wie viel Vitalität regeneriert wird, hängt von der Anzahl der verfügbaren Adrenalinpunkte ab. Sind keine verfügbar, wird ein kleiner Teil der Vitalität regeneriert. Das ist ja richtig geil. Kann man ja gar nicht mehr sterben dann, ne? Also man hat dann sozusagen so einen Second Chance, ne? Kann ich dann da gucken? Schrittchen. Wo lang? Da. Okay. Was ich auch ein bisschen gehofft habe, ist, dass man die Minimap so einstellen kann, dass die sich nicht dreht. Man ist wieder bei dieser Hexe gewesen. Aber man kann wohl nicht alles haben. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Seit mein Mann bei ihr war, sitzt er nur noch draußen und stochert sich in den Zähnen rum. Bei gar nichts hilft er mehr mit. Na, bei so einer geilen Hexe. So, was ist denn mit dir, Rüstungsschmied? Sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der... Zeig mal, was du hast. Lass mich einen Blick auf... Erstmal gucken, was er hat. Verbrennen, betäuben. Ach, machen wir erstmal weg. Die kann auch weg. Die kann auch weg. Was hat er denn so schön? Irgendwelche neuen Rezepte? Alles nur Glyphen, Rezepte und so was, wa? Ja, egal.
Okay. Was kannst du denn schmieden? Die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Stufe 9. Das mach ich mal weg. Wer hat eine Laserhose? Was war hier oben für ein Ding? Wer hat einen Laserhandschuh? Wer hat eine Laserhose? Plunder, okay. Stiefel. Wer hat denn diese Stiefel? Ab 8. Ach, ich werde mir einfach die Rüstung da ab Level 10 kaufen, dann ist gut. Bis dahin spare ich noch ein bisschen Kohle. Bis dann. Kalksteinhöhle? Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Schildkrötensteine? Was hast du so? Zähne von Leichen und Nierensteine. Nierensteine, ja. Warum gibt es hier eigentlich so viele Fackeln? Man braucht eigentlich bloß eine, oder? Verbraucht die irgendwann? Na, ja, werde ich ja mitkriegen, wa? Ob die irgendwann verbraucht. Lohnt es sich eigentlich, Quinn-Karten zu kaufen? Und sollte man Karten doppelt kaufen, die man schon hat? Oder reicht von jeder Karte? Oder reicht von jeder Karte eine? Bis dann. Doppelt ist besser? Okay. Ja, irgendwann mal, ne? Also jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Lust auf das Kartenspiel. Ich spiele auch so keine Kartenspiele. Also videospielmäßig meine ich jetzt. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? So, dann wollen wir mal gucken, ob das Boot schon irgendwie morsch ange... Oh, wir sind Gegner! Blut! Bam, bam! Und... Bam, bam! Oh. Der Einzige, der einen dritten Schlag braucht. Loot. Du solltest trotzdem immer alle Karten kaufen, sonst musst du jeden Händler nochmal abgehen, falls du die Questreihe doch machen willst. Ja. Okay.
Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Deiner was? Was für ein Scheiß wart über meine Mucke? Hast ein Problem? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig, dieser magische. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Weg. Ja, ich würde sagen, das Boot lasse ich jetzt da erstmal stehen, oder? Habe zwar keinen Anker rausgehauen, aber wird ja trotzdem nicht verschwinden, oder? Was? Sag oder so, als wenn er durch den Boden gefallen wäre. Natürlich kein Loot, natürlich. Ein Unterwasserpilz. Rüstung war ja immer ganz gut, ne? Ist nicht so schwer und bringt mehr Kohle. Ein bisschen komisches, oder? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Rüstung ist leichter als die Waffen, die man looten kann und bringt sogar mehr Kohle ein. Hast du auch irgendwann die Waffen liegen lassen oder hast du trotzdem alles mitgenommen? Schön daneben gehauen. Manche Waffen hast du liegen lassen? Naja, ich lasse nur die grauen Waffen liegen, um ganz ehrlich zu sein. Die grünen und blauen und sowas, die nehme ich trotzdem alle mit. Weil ab grünen bringen sie auch ein bisschen Kohle ein. Aber die grauen, die lasse ich alle liegen. Wenn ich hier gleich alle meine Ausdauerpunkte verliere, ey. So, was mit dir? Was sie wohl umgebracht hat, sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus. Wieso sagt eigentlich sie? Ja, irgendwann kriegt man das ja alleine mit, dass die weißen Waffen nichts bringen. Also, die wiegen halt so, weiß ich nicht, 3 Pfund oder was das ist, ne? Oder Kilo. Und kriegst halt nur ein paar Kronen. Das kriegt man ja relativ schnell mit, finde ich. Dass weiße Waffen nichts wert sind.
dass man die liegen lassen sollte. Was ist das denn für eine Plage hier? Auf Scheiß ausfliegen kann ich hier verzichten doch. Ja, habe ich mir verdient. Genauso wie die Angel, die ich nicht benutzen darf. Die habe ich mir auch verdient. Hä? Wo will er denn jetzt hin? Bin doch hier. Warum rennst du weg? Einmal Monsterspeiche, Mann, der muss ja richtig gesabbert haben, ey. Vor Freude oder vor Angst? Erst nachdem ich ein bisschen die Kamera gedreht habe, ne, durfte ich das aufheben. Schnaps, natürlich. Natürlich Schnaps. Wie schmeckt dir das Silber? Ja, hat man nicht mit mir angelegt. Dann würdest du jetzt vielleicht noch leben. So, was ist mit dir? Warum lebst du noch? Bin noch voll weggefackelt. Ach, guck mal eine an. Hier gibt es sogar eine Schnellreise. Und unten blaues Licht. Ich finde das auch relativ interessant, muss ich sagen, dass man, dass wenn man bestimmte Sachen halt, jetzt mal, ausmerzt, ne? Komm schon. Dass dann sich da auf einmal wieder so Siedler ansiedeln. Finde ich auch interessant. Das macht die Welt nochmal so ein bisschen lebendiger. Also wenn du die Sachen zum Beispiel jetzt nicht bereinigst, dann sind dann auch keine Bauern, ne? Und Siedler. Ja, aber dann sollten sie natürlich auch einen Händler oder sowas zumindest hinstellen, dann, dass sich das so ein bisschen lohnt, finde ich. Weil sonst machst du das ja, aber im Prinzip bringst du nichts, weil du da nichts machen kannst. Meistens ist einer da, na dann lohnt sich das ja auf jeden Fall. So, hier kann ich jetzt schnell reisen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, was? Von hier oben sind wir runtergefahren? Aha, okay, okay. Alles klar.
Und da ist jetzt dieser Turm. Ja, nice. Ein Turm voller Ratten. Oh, ab. Oh nee, nicht so ein Wasserweib schon wieder. Die wirft also mit ganz komischen Sachen auf mich. Geh weg, geh weg. Bestienöl. Haben wir nicht schon voll viele Öle? Hast du eigentlich jemals ein Öl benutzt? Sei ehrlich. Oh, noch eine Armbrust. Geil. Ist die besser als die ich gekauft habe? Ja, aber erst ab Stufe 14. Okay. Alles klar. Ein paar Mal und? Hat es auch echt was gebracht? Also hast du dann so wirklich so, weiß ich nicht, 100% mehr Schaden gemacht? Oder ist das so eher von wegen, ohne Öl machst du 300 Schaden und mit Öl machst du 320? Wo man sich dann denkt, so ja, hättest du auch das Öl sparen können. So. Was sie wohl hergeführt hat, Hunger oder Gier? Hunger. Wir wollten die Ratten essen. Und die wollten die Schätze einsammeln. Die ich jetzt natürlich mitnehme. Hat schon was gebracht. Aber in Zahlen weißt du das jetzt auch nicht. Warst du auch nicht so wirklich drauf geachtet. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn, ich würde vorm Kampf speichern. Dann einmal ohne Kampf den Schaden ausprobieren und dann mit Öl, also ohne Öl den Schaden ausprobieren und dann danach wahrscheinlich mit Öl den Schaden ausprobieren. Ah, da ist irgendwas Grünes. Irgendwas Grünes ist da.